Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zum Auftakt unseres neuen Podcasts Schlaflose Nächte. Mein Name ist Hans-Jürgen Jacobs, ich bin seit vielen Jahren als Wirtschaftsjournalist und Buchautor tätig. Wir wollen künftig zwei wöchentlich mit wichtigen Akteuren der Wirtschaft, mit Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer über entscheidende Stunden in ihrem ökonomischen Leben sprechen, über Schlüsselfragen an Weggabelung und damit auch über die deutsche Wirtschaft und ihre Zukunft. Mit an meiner Seite ist Christian Mohr, er ist Geschäftsführer von Unternehmertum, Europas größtem Gründerzentrum, und er hat dort die Initiative Familienunternehmertum gestartet. Lieber Christian, warum ist denn dieser Podcast aus deiner Sicht eminent wichtig? Ja, ich glaube, wir haben viele Formate, die sich mit der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand und Familienunternehmen beschäftigen. Aber oftmals bleiben aus meiner Sicht die entscheidenden Fragen unbeantwortet. Und zwar immer dann, wenn es eigentlich um die Fehltritte und die emotionalen Momente geht. Und was ich besonders an diesem Format finde und wir hoffentlich auch herausfinden werden, dass wir mit Menschen sprechen, die sehr ehrlich und authentisch genau über diese emotionalen Scheidewege sprechen, über Schritte sprechen, die nicht leicht gefallen sind, und da einfach sehr ehrlich und authentisch uns eben Einblicke geben in ihr tiefstes Inneres, wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht. Und darauf freue ich mich, und ich glaube, wir haben da sehr spannende Gäste zukünftig zu erwarten. Also ein bisschen die Decke lupfen, ein bisschen hinter das gewöhnliche Narrativ schauen. Genau, also genau das einfach mal erfahren, was wir so in Gesprächen schon miteinander auch austauschen, aber dann vielleicht nicht in einem Podcast. Und das ist das Spannende, so ein bisschen aufregend dahinter, ja. Ob sich das Menschen auch trauen. Sie haben es uns dazu gesichert im Vorfeld. Ob sie es dann bewahrheiten auch in einem Podcast, schauen wir mal. Würdest du sagen, dass der deutsche Mittelstand bisher sehr kommunikationsstark und sehr kommunikationsfähig war? Ich würde es jetzt nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Ich würde es mal politisch freundlich formulieren. Da ist noch Luft nach oben. Man spricht ja auch von Hidden Champions. Ich glaube, die Zeit von Hidden ist vorbei. Ich glaube, Unternehmen müssen sichtbarer werden. Mein Eindruck ist eigentlich, dass auch die nächste Generation, die jetzt auch nachfolgt, ansteht, auch den Mut hat, öffentlicher zu werden, sichtbarer zu werden. Und vielleicht trägt der Podcast auch dazu bei, dass das Ganze auch passiert. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass 90% der deutschen Firmen in der Form von Familienunternehmen geführt werden, sind ein enorm großer, wichtiger Steuerzahler. 57% der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in Familienunternehmen und der Umsatzanteil liegt bei rund 55%. Also hier passiert wirklich Wertschöpfung. Damit ist das eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, das Spannende ist tatsächlich zu verstehen, wie können Unternehmerinnen und Unternehmer in der heutigen Zeit, die ja durchaus turbulent ist, die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn wir da einen ehrlichen Blick bekommen, wir beide, in den nächsten Folgen, die anstehen, auf die ich mich übrigens sehr freue, können, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr viel lernen, weil es ja meistens Kleinigkeiten sind, die Entscheidungen bedingen, ob sie in die richtige oder in die falsche Richtung gehen. Und da auch etwas mitzugeben, da auch etwas zu lernen mitzugeben, ist, glaube ich, was Tolles, was wir hier bieten können. Unser Publikum wird sich an der Stelle vielleicht fragen, was uns eigentlich als Gastgeber dieses Podcasts überhaupt qualifiziert, legitime so Frage ins Leben zu rufen. Hm? Ja. Genau, also, ich meine, du kennst mich ein bisschen. Ich bin ja in einem Familienunternehmen aufgewachsen. Das heißt, habe das Unternehmertum gehen qua Tag 1 mitbekommen. Also mein Wohnzimmer war das Büro meiner Großeltern im Betrieb. Im Allgäu, habe mich dann bewusst entschieden, in jungen Jahren ja auf meine eigene berufliche Walz zu gehen, eben auch aus unterschiedlichen Gründen, die wir vielleicht auch mal beleuchten in den nächsten Folgen. Was mir sehr gut getan hat, eben über 10 Jahre in der Beratung zu sein, auch international zu lernen, weil es einfach wieder verschiedene Perspektiven mitgibt, und kam dann ja per Zufall zu Unternehmertum. Warum? Weil mich damals motiviert hat, im Jahr 2019, wie kann man das Wissen rund um Unternehmertum, was dort vorhanden ist, rund um Talente, Startups, noch stärker den Familienunternehmen eben zugänglich machen? Und das war die Grundmotivation auch für diese Initiative, die du erwähnt hast, mit Familienunternehmertum. Und profitiere heute natürlich davon, dass ich eben neben der Forschung lehre, mich mit dem Thema zu beschäftigen, in Vorlesungen, also auch da wiederum eine verschiedene Perspektive einnehmen darf.
Und das macht es so spannend für mich eben, das Thema in Summe zu betrachten. Also für mich als Wirtschaftsjournalist gehörte der Mittelstand immer zu den interessantesten Themen, weil ich habe früh gemerkt, das sind sehr unabhängige Menschen, eigenwillig, charakterstark, manchmal auch kauzig. Sie konnten sich diese Unabhängigkeit auch leisten, weil in der Regel der Fälle haben Familienunternehmen sehr viel Eigenkapital, die ist enorm hoch, die Eigenkapitalquote 40-50% und mehr. Das heißt, man muss nicht auf irgendeine Bank horchen, man muss nicht mit irgendeinem fremden Geldgeber korrespondieren, ist nicht von dessen Ideen abhängig, sondern man macht das, was man für richtig hält. Man organisiert sich nach eigenen Vorstellungen und man hat eben eine Tradition. Viele der Familienunternehmen sind sehr alt. Die 100 größten Familienunternehmen sind im Schnitt knapp 100 Jahre alt. Die ältesten, die gab es dann schon im 16. Jahrhundert. Das ist schon enorm. Und damit ist eine Stärke auch verbunden, Krisen zu widerstehen. Und das hat mich als Wirtschaftsjournalist immer fasziniert. Was sollen denn die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, wenn sie diesen Podcast hören? Zum einen ist natürlich der Podcast erstmal ein Dialog zwischen uns und unserem Gast, unseren Gästen. Was ich aber sehr schön fände, ist eben auch, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einbringen. Das heißt, wir haben ja auch dann in den Shownotes entsprechende E-Mail-Adresse, über die wir erreichbar sind, neben sozialen Medien. Und ich kann nur jeden Zuhörer einladen, jede Zuhörerin einladen, sich auch einzubringen, Fragen zu stellen, uns Feedback zu geben, auch was war besonders gut, was können wir vielleicht auch noch besser machen, um am Ende des Tages diese wirklichen ehrlichen Einblicke zu gewähren. Und vielleicht schaffen wir es dann damit auch einen Dialog zu unseren Zuhörern im Nachgang herzustellen. Ja, wir wollen eine Art Dialogplattform sein, genau. Und dabei ehrliche Antworten transportieren. Wollen auch dahin gehen, wo es mal wehtut. Ecken, die sonst vielleicht nicht ausgeleuchtet werden. Das ist jedenfalls unser Ziel. Wir freuen uns sehr auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu uns kommen jetzt in den nächsten Wochen. Ja, genau. Vielen Dank. Und ich glaube, jetzt geht's dann in die erste Folge. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir unseren Erwartungen gerecht werden. Vielen Dank, JJ. Vielen Dank dir, Christian. Schlaflose Nächte ist eine Produktion der Unternehmertum in Zusammenarbeit mit Looping One. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.